Herzlich willkommen bei Klagemauer TV. Heute berichten wir Ihnen einmal mehr über die Verfilzung zwischen Gentechnikkonzernen und Behörden. Seit Jahren belegen Enthüllungen von Dokumenten, dass US-Diplomaten für die Gentech-Firma Monsanto arbeiten. Diese Dokumente beweisen, dass Monsanto auch die US-Regierung regelrecht unterwandert hat. Sie geben Aufschluss darüber, auf welche Weise US-Diplomaten tatsächlich für Monsanto daran arbeiten, gemeinsam mit anderen Regierungsvertretern die Absichten des Unternehmens in die Tat umzusetzen. Hiermit zeigt sich klarer denn je, wie weit Monsanto die internationale Politik im Griff hat. Hier sind zwei bemerkenswerte Zitate des Begründers der Gentechnik. Professor Dr. Erwin Chargaff. Zitat: Ich bin nicht in der Lage gewesen, mir vorzustellen, dass Professoren engere Beziehungen zu ihren Patentanwälten haben könnten als zu ihren Doktoranden. Ich besitze kein einziges Patent. Zitat Ende. Setzen wir uns also dafür ein, dass keine Patente von lebenden Zellen durchgesetzt werden können. Und das zweite Zitat Chargaffs, welcher sich nie vor den Karren der Politik und Wirtschaft hat spannen lassen. Zitat: Die Idee, die Natur zu verbessern, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich habe den Sinn der Naturwissenschaften darin gesehen, dass wir einen größeren Einblick in die Natur bekommen und vielleicht zu größeren Bewunderern der Schöpfung werden, als wir es sind. Diese Aussagen zeigen einmal mehr, wo es hinführt, wenn die Forschung mit Unterstützung der Politik von der Wirtschaft beherrscht wird. Nach unseren Erfahrungen mit Atomkernen in der Physik dürfen wir nun bei diesen Entwicklungen in der Biologie mit Zellkernen nicht schweigen. 100% Durchwinkquote für Agrogentechnikanträge. Obwohl nur 6% der Deutschen die Agrogentechnik befürworten, wird kaum ein anderer Forschungsbereich derart unterstützt und gefördert. Um staatliche Fördergelder und Genehmigungen für Forschungsprojekte zu erhalten, geht man im Normfall einen mühsamen Weg. Doch Anträge an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit für den Anbau von genmanipulierten Pflanzen hatten bisher eine Durchwinkquote von 100%. Dies verwundert nicht, dass selbst der ehemalige Leiter des BVL, Dr. Hans-Jörg Bug, den Abbau der Kontrolle über Gentechnikanbau fordert und in einem Werbevideo für die Gentechnikindustrie auftritt. Neben Dr. Bug gibt es erschreckend viele andere Personen, die, wie zum Beispiel Inge Bröhr, gleichzeitig in Forschung, staatlicher Förderung, Lobbyarbeit und in Genehmigungsbehörden für Anträge zu gentechnisch veränderten Organismen auf EU-Ebene aktiv sind. Doch recherchieren Sie selbst und machen Sie sich ein Bild von der dichten Verflechtung im Agrogentechnikbereich. Wussten Sie, dass Gemüse- und Obstanbau verboten werden soll? Dem US-Senat liegt ein Gesetz S510, Food Safety Modernization Act of 2010, zur Abstimmung vor, das bei Strafe untersagt, Gemüse und Obst anzubauen, zu ernten, damit zu handeln, es zu transportieren, weiterzugeben, zu verfüttern und selbst zu essen. Der Gentechnikkonzern Monsanto will nach außen hin damit nichts zu tun gehabt haben. Aber sein Initiator, Michael Taylor, von der Food and Drug Administration war bzw. ist Monsanto Angestellter. In den 1990er Jahren hatte Bill Clinton etwas Ähnliches bei Fleisch unternommen. Die Einführung von HACCP, Hazardous Analysis Critical Control Points. Zeigt sich hier nicht eine gewisse Parallele? Verfolgen Sie auch weiterhin die Entwicklung dieser hochbrisanten Thematik. Schließlich betrifft es jeden von uns. Erst vor wenigen Stunden hat die EU-Kommission dem Parlament eine folgenschwere Verordnung zur Verwendung von Saatgut vorgelegt.
nur noch offiziell registriertes Saatgut darf dieser neuen Regelung zufolge innerhalb der EU gehandelt werden. In dem dazu vorgesehenen amtlichen Zulassungsverfahren können nur Sorten bestehen, welche bestimmte Kriterien erfüllen. Der Anbau und Verkauf von nicht registrierten Sorten, zum Beispiel alte und seltene Pflanzen, ist für professionelle Akteure wie Landwirte, Gartenbaubetriebe und Kleinbauern verboten. Ab wann jedoch eine Privatperson zum Kleinbauern wird, ist nicht klar definiert. So werden auch Hobbygärtner direkt oder zumindest indirekt betroffen sein. Denn nicht registriertes Saatgut wird dann voraussichtlich nicht mehr leicht zu erwerben sein. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten berichteten dazu am 23. April, Profiteure der Normierung seien allein die Lebensmittelkonzerne. Schon heute werden kleinere Konkurrenten mittels Anzeige von Monsanto und Co. dazu gezwungen, ausschließlich ihr Saatgut zu kaufen. In Zukunft drohen nun auch Verwaltungsstrafen. Nun beschäftigt sich das EU-Parlament mit der Annahme des Gesetzpaketes zur sogenannten Tier- und Pflanzengesundheit. Je mehr Menschen erfahren, welche doch eigentlich diktatorischen Entscheidungen über die Köpfe der EU-Bürgerinnen und Bürger hinweg getroffen werden, desto größer ist die Chance, dass diese gesetzlichen Regelungen, welche sicher nicht im Sinne des Volkes sind, verhindert werden können. EU-Gesetzestexte. Die Erkenntnis, Lobbypapiere entsprechen nicht selten 1:1 und wortwörtlich dem späteren EU-Gesetz. In Brüssel gehen rund 30.000 Lobbyisten in den Institutionen der EU ein und aus, versuchen Einfluss zu nehmen. Denn 80% der Gesetzestexte, die hier beschlossen werden, gelten in ganz Europa, auch in Deutschland. Der damalige Gesundheitsminister Horst Seehofer bestätigte den zu großen Druck der Pharmalobby gegenüber der Politik in einer Frontal 21-Sendung am 26. Juli 2006 im ZDF. Er äußerte sich zu dem Rückzug der Politik in bestimmten Entscheidungen wie folgt. Das ist so, seit 30 Jahren bis zur Stunde. Das sinnvolle strukturelle Veränderungen, auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft, im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind, wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Auf die Entrüstung der Journalistin, dass es doch nicht sein kann, dass die Industrie stärker ist wie die Politik, begegnete Seehofer ihr wie folgt. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft. Und zwar sehr wirksam. In einem zweiten Interview am 20. Mai 2010 in der ARD bestätigte Seehofer die Aussage mit anderen Worten. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir. Denn es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Es ist so, wie Sie sagen. Diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, das ist ja komplett deprimierend. Ja, was...